Jerome Robinet ist bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dich hier zu haben. Du bist Lyriker, Spoken Word Poet, Videokünstler und natürlich auch Autor. Und das Buch Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund, übrigens auch ein super Titel, finde ich. Das Buch hat wirklich für viel Aufsehen gesorgt, wurde viel diskutiert, hat die Leute auch bewegt und beschäftigt, weil du da so offen und schön von deinem eigenen Leben erzählst, von deinem Leben als Transmann. Und das war, denke ich mir, auch als Prosatexter, hast du auch ganz andere Sachen gemacht, auch erstmal eine große Herausforderung. Ist ja immer dann was anderes, ganz direkt von sich selbst zu sprechen. Bei der Lyrik macht man das auch, aber auf verschlungenen, vielleicht auch versteckten Wegen. Wie war das hier für dich, so ein Buch zu schreiben? Ich würde es nicht unbedingt als Herausforderung bezeichnen. Ich schreibe schon ziemlich seit langem autofiktional, also dass ich autobiografische Züge in fiktionale Elemente einflechte. Und ich fand es spannend, einfach zu gucken, wie weit kann ich eben meine eigene Geschichte soziologisch und literarisch verarbeiten. Und auch, ich kann immer selbst entscheiden, was ich tatsächlich erzähle. Das kann ja auch. Natürlich. Das hast du ja schon gemacht in Das Licht ist weder gerecht noch ungerecht. Das war ja auch schon ein Text, der viel mit dir selber auch zu tun hatte, mit deinen Erfahrungen. Und denke ich mir, und auf der anderen Seite, was ich auch so wichtig finde, ist, dass du natürlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zum Beispiel reden kannst über Geschlechterrollen, über bestimmte Vorbilder, auch über Klischees als Frau in Frankreich und als Mann in Deutschland. Also das ist natürlich eine Grunderfahrung, die macht das auch sehr besonders, finde ich, deine Sicht und deine Perspektive. Und ich glaube, das weißt du auch, wie mitteilenswert das ist für die Leser und Leserinnen. Darum erzählst du ja von dir. Genau, es ist mitteilenswert auch für unterschiedliche Menschen, finde ich. Also die Herausforderung bestand darin, zu wissen, für wen schreibe ich. Also möchte ich Leute, die sozusagen selbst trans sind, mitnehmen und ihnen zeigen, wir werden auch in der Literatur vertreten, unsere Geschichten zählen. Oder möchte ich Menschen, die mit der Thematik sich wenig auskennen, ein bisschen aufklären. Und ich habe versucht, eben das Spagat zu machen. Also dass beide, und es ist jetzt sehr binär, also eigentlich viel mehr, diese beiden Gruppen, es gibt noch mehr Gruppen, die ich da im Hinterkopf hatte, dass alle etwas mitnehmen können, dass alle Spaß dran haben und entweder was lernen und oder dieses Identifikationspotenzial, dass sie sich darüber freuen. Ja, klar, das Gefühl zu haben, man ist nicht völlig allein. Diese genau, Erfahrung, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe deshalb über das Buch jetzt so ausführlich gesprochen, weil dein neues Buch, das Projekt, um das es jetzt gehen soll, durchaus auch damit was zu tun hat. Das wird aber ein Roman, das ist ganz deutlich zu sagen. Das ist eine erfundene Geschichte, oder ja, wie ist das mit? Genau. Der Titel ist Der schwangere Mann. Das ist der Arbeitstitel, Genau. Ja, im Laufe der Arbeit hat sich das Buch auch immer wieder anders genannt. Natürlich. Das ist sehr, in dem Fall sehr fiktional, weil ich habe keine Erfahrung als Elternteil sozusagen. Aber es geht tatsächlich darum, die Schwangerschaft von einem Transmann und noch mehr eigentlich die mediale Aufmerksamkeit, dass diese Schwangerschaft auslöst, zu beleuchten und zu gucken, was kann eben Boulevardpresse durch eine Art Medienrummel und so eine Art Hetze, wie kann Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. Der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin wird natürlich das von Heinrich Böll, die verlorene Ehre der Katharina Blum, das erkannt ist der haben. Titel, ne? Genau. Und da geht es um die Bild-Zeitung, also das ist ja damals. Bei Böll. Bei Böll, genau. Genau, bei mir spielt das eigentlich in einem nicht namentlich genannten Land. Ah ja. Aber ein solcher Fall, also des schwangeren Transmannes, den gab es ja durchaus und das wurde auch medial schon irgendwie ausgeschlachtet. Also das war vielleicht dann auch eine Anregung für dich, so ein konkreter Vorgang? Tatsächlich. Also das erste Mal, dass es so auch weltweit darüber berichtet wurde, war 2005 in den USA. Ein Transmann namens Thomas Beattie. Und ich habe mich tatsächlich damals, also das ist ein Projekt mit einem langen Atem. Ich habe schon 2008 damit begonnen. Und ich habe mich damals von ihm inspirieren lassen, tatsächlich. Ich habe ihn auch angeschrieben und gefragt, ob es für ihn okay wäre, dass ich seine Geschichte, also dass ich angelehnt an seine Geschichte eine
meinen Roman schreibe und er fand das spannend und meinte auch, also egal, das wäre jetzt zu tief in den Stoff, wollen wir uns nicht da reinbegeben, aber genau, und dann haben auch unterschiedliche Gesetzgebungen sich auch im Laufe der Zeit geändert, was die Reproduktionsmedizin angeht. Und ich habe versucht, mich immer wieder auch daran zu orientieren. Dann ist aber ein Roman draus geworden, also kein Sachbuch, sondern ein Roman. Oder es wird ein Roman draus, aus dem wir vielleicht erstmal was hören, dann können wir vielleicht danach nochmal weiter drüber reden. Aber jetzt, wie heißt der Roman der jetzt? Arbeitstitel? Bleibt immer noch der schwangere Mann als Arbeitstitel und es kommt ein anderer. Okay. Ja. Die Tropfen stürzen aus dem Duschkopf herab. Nora hat Angst, dass der Schönheitsfleck über ihrer Lippe zerrinnt. Das ist eher unwahrscheinlich, aber das Leben ist dermaßen unvorhersehbar. Sie greift sich ein Duschgel aus dem Eckgitter aus Metall. Die vielen Fläschchen klemmen ineinander. Heute Morgen war sie im Park spazieren mit dem Kinderwagen und Joy, die darin saß. Es roch nach modrigen Blättern. Der Himmel war tiefblau, davor das beißende Gelb eines Ginkgos. Hörst du, Kleine? Hörst du am Himmel das Feixen? Hörst du es ganz oben, dort, wo sich die Köpfe, die zu den Beinen gehören, wie ein Scherenschnitt vom Himmelsblau abheben? Plötzlich fiel ein Lichtstrahl auf eine Gruppe von Zweigen und die Blätter des Ginkgos verwandelten sich. Als Nora nach oben blickte, waren alle Bäume da. Eichen, Buchen, Kastanien, Linden, Ahornbäume, andere Ginkgos, ein einziges Durcheinander. Die Äste zeigten in alle Richtungen, völlig unorganisiert und unstrukturiert. Das kann doch nicht so schwierig sein, dachte Nora, erstmal senkrechte Äste zu wachsen, die sich dann im rechten Winkel gabeln, dann wieder einen rechten Winkel bilden. Und so weiter. Aber da war nur Durcheinander. Auf dem Boden lag der Rest einer Eiche. Gezackte Blätter in allen Größen. Einige waren Miniaturblätter, Halbdaumen groß. Und man hatte den Eindruck, sie ließen sich zusammenfügen wie ein Puzzle. Nora hob rauschende Blätter auf und warf sie in den Himmel. Los, ihr kleinen Blätter, fliegt. Hier unten friert ihr doch. Joy schlug ihre Fäustlinge aneinander und lachte. Kleine Fingerchen, kleine Füßchen, kleine Stimmchen, die kleine Kapuze, die aussieht wie ein Bärenkopf mit Öhrchen dran, das ist alles Berechnung, damit wir gerührt sind, damit wir außerstande sind, den Kindern etwas anzutun. Aber die Blätter fielen alle wieder auf die Erde wie trockene Schmetterlinge. Nora öffnet das Eichenschränkchen unter ihrem Waschbecken. Sie zieht eine Flasche Jack Daniels heraus. Sie ist schwer. Ihre Hände auch. Die Pulliärmel sind so lang, dass ihre Hände fast verschwinden. Sie wünschte, diese Hände wären so leicht, dass sie wegflögen, wenn sie dagegen pustete. Finger aus Federn. Das würde Joy Freude machen. Kinder sind so leicht zu begeistern oder anzulügen. Mit 7 hatte Nora in der Schule Max Fischer tatsächlich geglaubt, als er ihr erzählte, dass im Herbst die Blätter in wärmere Gefilde ziehen, den Vögeln nach. Die, die an der Baumscheibe versammelt lagen, hatten es offenbar nicht geschafft und das tat Nora sehr, sehr leid. Ihr Mund klebt wieder an der Flasche. Ein Glück, dass es sie gibt. Noch einen Schluck. Sie will nicht über die Küchenfliesen schleichen, um möglichst wenig Geräusche zu machen. Vom Kühlschrank zur Spüle, von der Spüle zum Tisch, vom Stuhl zum Kuchen, während sie mit ihrer Stille den ganzen Raum ausfüllt. Flackernde Flamme. Papa wird der Kleinen zeigen, wie man eine Kerze ausbläst. Er wird auf seinen eigenen Zeigefinger pusten und dann auf ihren winzigen, noch kleiner als die Kerze, damit Joy
die Luft spürt und am Ende wird Keiler die Sache für sie erledigen. Bravo, wird er rufen, du hast es geschafft. Rein als erzieherische Maßnahme, damit Joy etwas lernt, dabei aber auch Spaß hat. Dann werden sie singen, Mama und Papa, ohne dass man sagen könnte, wer wer ist. Das Kind wird einen Plastiklöffel in der Hand halten und ihn schütteln, als würde irgendwas daran kleben. Oder sie wird ihre Stoffgiraffe an sich drücken, ihr am Ohr ziehen und dabei Daumen lutschen. Die Krönung eines jahrelangen Kampfes, den Keiler gewonnen hat. Den lebendigen Beweis hat er vor sich, dieser winzige Mensch, der Baba sagt und einer Giraffe am Ohr zupft. Dann wird Keiler die Schwarzwälder Kirschtorte anschneiden. Wenn du die Wahrheit wissen willst, Nora wird sich räuspern, die Wahrheit ist... Dankeschön. Was für ein Cliffhanger. Ja, ne? Ich habe gerade überlegt, die Schwarzwälder Kirschtorte, das verortet das schon ein bisschen in einem bestimmten Land. Aber gut. Aber, ja, stimmt. Aber es hatte so was Utopisches jetzt irgendwie auch. Und es war wie so eine Vision, auch finde ich, von Familie oder von Gemeinschaft. Ein bisschen, was du da beschrieben hast. Für mich klang es so. Fast utopisch? Ja. Für wen? Für diese Gemeinschaft. Ne? Für diese Gemeinschaft, die du beschreibst. Mögliche. Denn es geht ja hier im Prinzip bei dir, wenn ich es richtig verstehe, ich kenne ja jetzt nur das Exposé in dem Stück, was du gelesen hast, ja auch um die große Frage, wie man Transgender-Eltern anerkennt. Weil es da offensichtlich auch durch die Rechtslage, das wusste ich selbst gar nicht, ganz diffus ist oder gar nicht wirklich existiert. Also das ist schon auch die reale Grundlage deines Buches dann? Genau, beziehungsweise, wie gesagt, hat sich die Gesetzgebung im Laufe der Zeit verändert. Als ich anfing, das war 2008, das war... Beispielsweise in Deutschland immer noch so, dass um den Geschlechtseintrag offiziell ändern zu dürfen, musste ein Mensch sich sterilisieren lassen, sodass zum Beispiel diese Geschichte hätte gar nicht stattfinden können. Weil in dem Fall ist der Mann wirklich schon als Mann anerkannt, also offiziell, und dadurch wird auch die Schwangerschaft zum großen, also zum Problem gehoben. Und auch die rechtliche Anerkennung dieses Menschen als Vater und nicht als Mutter wäre damals sowieso nicht relevant gewesen. Inzwischen hat es sich verändert. Seit 2011 ist es in Deutschland möglich. Also muss man sich nicht sterilisieren lassen. Und die Frage der künstlichen Befruchtung ist auch eine große Frage. Vor kurzem hat in Frankreich ein neues Gesetz wurde verabschiedet, wo lesbische Frauen und auch alleinstehende Frauen auch jetzt tatsächlich sich künstlich befruchten lassen dürfen. Aber es wurde ausdrücklich in dem Gesetz verankert, dass Transmänner das nicht in Anspruch nehmen dürfen. Es gibt aber in Europa andere Länder, wo das möglich ist. Das heißt, wir haben jetzt 2020 und es gibt mittlerweile eigentlich schon viele Transgender-Männer, die schwanger waren. Es gibt auch ein tolles Buch im Edition Assemblage, ist letztes Jahr erschienen. Das heißt, nicht alle Mütter waren schwanger. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Zeugnisse, die darüber berichten. Genau. Jerome, du hast es vorhin für das andere Buch sehr genau beschrieben, wie du darüber nachgedacht hast, für wen du das geschrieben hast, ne? Was so die verschiedenen Menschen sein könnten, die sich dafür interessieren. Wie ist das jetzt hier? Kannst du das auch so genau benennen? Nein, ich denke, im Schreibprozess selbst versuche ich momentan diese Stimme erstmal auszublenden, damit ich erstmal in dem Prozess bleiben kann. Ich hoffe, dass das wie beim letzten Buch so eine große Bandbreite erreichen kann. Ja, das hoffen wir natürlich auch für dich. Wann wird das sein, weißt du schon? Nach so langer Zeit jetzt? Es gibt noch kein Publikationsdatum. Mhm. Ich hoffe, meistens rede ich nicht über meine Projekte, solange sie nicht realisiert sind. Mhm. Aber ich hoffe 2022. Ich glaube, früher ist es unrealistisch. Ja, aber genau das ist das Wesen dieser Veranstaltung hier, dass die Leute alle reden müssen über Bücher, die im Fluss sind gerade, genau, wo sich noch viel verändern kann, bis hin zum Titel, wie wir gehört haben. Jerome, ganz herzlichen Dank dir. Dankeschön. Danke dir für das Gespräch.